Hallo und herzlich willkommen zurück zu Railway Empire. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und es gab ein Riesen-Update für die Presseversion. Vorher hat auch schon die normale Beta-Version dieses Update bekommen. Und zwar geht es da unter anderem um die Pause-Funktion. Schaut mal, hier kann ich jetzt das Spiel tatsächlich und echt pausiert und mir weiterhin alles angucken dabei. Also ganz tolle Sache. Pause-Funktion habe ich lange drauf gewartet, haben auch viele dafür gestimmt, dass das unbedingt ins Spiel muss, sehe ich ganz genauso. Jetzt ist es da und man kann eben sich viel entspannter mit dem Spiel beschäftigen. Ich musste diese Karte jetzt aufgrund dieses Riesen-Updates allerdings auch nochmal neu anfangen, denn so ein, zwei Sachen haben da irgendwie nicht gepasst. Irgendwas war komisch und dann habe ich gesagt, komm, dann machst du lieber nochmal neu. War ja auch noch nicht weit. Wir hatten ja bisher nur Toledo und Chicago verbunden. Und ich glaube, dann hatten wir geguckt, dass wir die ersten Landbetriebe verbinden. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt also mit dem Neustart nochmal ein bisschen was anderes. Wir haben ja hier unsere Aufgabenliste und ich bin so froh, dass man sich das jetzt alles in Ruhe angucken kann. Nämlich die 10 Landbetriebe verbinden und das soll schon bis 1854 fertig sein. Also schon ist natürlich, das sind 4 Jahre. Ne? Das kriegen wir locker hin. Wir haben natürlich auch noch ein paar andere Ziele und ich würde diesmal anders rangehen. Ich verbinde jetzt schon Toledo mit Chicago, aber dann machen wir gleich auch noch ein paar andere lustige Sachen. Und wir fangen halt schon mal an, indem wir den ersten Bahnhof wieder setzen nach Chicago, denn da wollen wir auf jeden Fall hin. Ich denke mal, Chicago, da kann ein kleiner Bahnhof rein, wobei, nee, lass uns mal ruhig einen größeren nehmen. Wir haben ja ein bisschen Kapital. Und wo stellen wir den hin? Ja, so mitten rein hier, würde ich sagen. Vielleicht ein bisschen drehen. Du baust okay. Dein Spiel also weiter aus, wie? Ja, machen wir natürlich. So, und dann gehen wir hier an dieses Gleis. Und ach ja, Höhenlinien. Wie ihr seht, beim Gleisbau sieht man jetzt Höhenlinien. Und das ist eine ganz tolle Sache. Ich bin froh, dass die eingebaut worden sind. Denn damit kann man natürlich sehr entspannt schön spielen. So, das geht jetzt hier hin, an dieses Gleis. Jawohl. Wird dann doch lieber an das obere, glaube ich. Jawohl. Bin ich jetzt am oberen? Ja. Und jetzt müssen wir die Strecke noch ziehen. Denn 305.000, das scheint mir noch ein bisschen teuer sein. Steigung ist aber natürlich super. 0%, alles ganz gerade. Wenn wir es günstiger kriegen, machen wir es. Und da wird es auf jeden Fall schon günstiger. Allein schon, wenn wir hierher gehen, sind wir bei 180.000. So. Dieses kleine Stück, diese kleine Brücke hier, die lasse ich mir gefallen. Da jetzt den Bogen zu fahren, macht keinen Sinn. Vor allem, weil wir hier gleich 3, 4 Höhenlinien haben. Und dann ziehen wir hier wieder noch ein bisschen runter, damit wir hier an dieser Farm vorbeikommen. Ich mag das nicht so gern, durch die Landbetriebe zu bauen. Und jetzt sind wir bei 173.000. Ja, können wir das noch ein bisschen weiter optimieren? 172. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, ein bisschen runter noch. 171.000, sehr schön. So werden wir die Linie bauen. Was passiert, wenn ich hier noch ein bisschen ziehe? Nee, das wird wieder teurer. Jetzt sag bloß, ich krieg's nicht zurück auf 170. Oh, wie ärgerlich. So lasse ich's jetzt. Bloß nicht mehr dran rumfummeln, das wird gekauft. Und ja, danke für den Hinweis übrigens mit dem Versorgungsturm. Sollte ich tatsächlich immer direkt mit der Strecke mitbauen. Mache ich jetzt auch. Der ist jetzt hier gesetzt. Und dann bauen wir direkt den nächsten Bahnhof. Und zwar oben nach Grand Rapids. Da reicht ein kleiner. So. Den stellen wir hier einfach so rein. Und das Gleis ziehen wir hier rum. Und da gehen wir hier an das andere dann. Und diese Brücke, die lassen wir uns natürlich nicht gefallen. Da ziehen wir erstmal hier so rum. Dann da noch ein bisschen. So haben wir weniger Steigung. 122.000 ist für mich okay. Ja. Machen wir. So, dann haben wir schon mal 3 Städte angebaut, ne? Ist doch super. Jetzt haben wir da oben ja noch Madison. Da bauen wir auch einen Bahnhof rein. Auch einen kleinen natürlich. Den würde ich aber... Obwohl, schauen wir, wo geht's denn da weiter? Da oben sind noch ein paar Städte, glaube ich, jawohl. Duluth und Fargo. Hier in diesem Bereich können wir noch nicht bauen. Rochester, Rock Island und sowas. Alles das ist alles nicht erschließbar momentan für uns. Ich würde den Bahnhof hier einfach mal so reinsetzen. Schön diagonal. Und dann kommen wir hier auch an. Und hier gehen wir dann an das untere Gleis. 102.000, das scheint mir schon gut zu sein. Vor allem ist es hier auch der schöne Bogen
Passt, kaufen wir. Okay. So, 4 Städte sind am Netz. Hier ist Indianapolis. Klar, dass auch da ein Bahnhof reinkommt. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Haben wir sonst noch was in der Nähe? Da unten wäre noch Louisville. Könnten natürlich auch direkt nach Nashville, ne? Das ist für die Konkurrenz natürlich nicht so nett. Aber ich würde sagen, Indianapolis als erstes Mal. Da nehmen wir dann jetzt auch einen normalen Bahnhof, also einen etwas teureren. Zack. Hier ein Bahnhof. Oh, hast du dir das auch gut überlegt? Ja, alleine schon, weil die Dame das nicht so gern mag, finde ich es gut. Und wir gehen hier an dieses Gleis. Steigung 0%, Kosten 100.000, alles sehe, wunderbar. Dir ist es gelungen, dein Streckennetz im Osten auszubauen. Das ist schon mehr, als ich von dir erwartet hatte. Ja, das mag der Vanderbilt nicht Wie so gerne. Höre, ist die Brücke über den Mississippi genehmigt worden. Doch der Mississippi ist eine natürliche Grenze und wir müssen sie respektieren. Eine Brücke darüber zu errichten, wäre vielleicht machbar, aber viel zu aufwendig. Sonst müsstest du die Baustelle bei Rock Island mit Material beliefern und extra eine Linie dorthin einrichten. Das lohnt sich doch gar nicht. Ah, jetzt können wir Rock Island anschließen. Ja, das sehe ich ganz anders, dass sich das nicht lohnt. Jetzt bin ich hier leider ans falsche Gleis gekommen. Das müssen wir dann nochmal ändern. Da setzen wir hier mal eben eine... Nanu. Reißen wir das einmal ab. Gehen wir hier nach Rock Island. Jetzt habe ich es gar nicht korrigiert gehabt. Eieieiei, was habe ich jetzt getan? Jetzt habe ich eine schlechte Strecke gebaut. Das tut mir leid, da habe ich vergessen, den Streckenverlauf zu kontrollieren. So schnell kann es gehen. Okay, aber das haben wir auf jeden Fall. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir auch noch nach Louisville und dann haben wir es auch, denke ich mal, genügend auf die Spitze getrieben hier. So. Schauen wir mal, 2% Steigung ist natürlich viel und das ist eine teure Strecke, weil hier sehr viele Erdarbeiten gemacht werden und ein Tunnel. Nee, ein Tunnel muss nicht sein. Tunnel möchte ich nicht. Das ist doch viel billiger so. Ist ein bisschen länger. Oh, 6% Steigung, das ist natürlich extrem viel. Tja, das ist dann wohl so. Vier Prozent ist natürlich besser. 3% ohne Tunnel. Ja, wunderbar, so bauen wir's. Haben wir hier zwar eine riesen Furche im Land, aber das ist egal. Das machen wir so. So, jetzt müssen wir natürlich auch ein paar Linien einrichten. Jetzt haben wir natürlich recht viel auf einmal angeschlossen. Aber das ist eigentlich eine gute Sache. Jetzt kommen noch die Versorgungstürme dazu. Hier auf dieser Strecke haben wir schon einen. Hier müssen wir noch einen hinbauen. Da muss einer hin. Hier muss auch einer hin. An jede Strecke halt eben einen. So, jetzt haben wir überall einen, oder? Ich guck nochmal. Jawohl, sieht gut aus. Und wir brauchen natürlich ein paar Bahnhöfe mit Wartungsdepots. Und ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall Chicago und Indianapolis. Dann haben wir alle Strecken, die fahren mit Wartungsgebäude. Die Linie, die von hier geht, fährt nach Chicago, die fährt nach Chicago. Indianapolis fahren auch zwei. Also muss Indianapolis aufgewertet werden oder besser gesagt ein Wartungsgebäude eingerichtet werden. Und bei Chicago ebenfalls. So, und jetzt habe ich $581.000 noch übrig. Ich denke mal, das soll aber reichen. Wie gesagt, wir machen jetzt erstmal eine neue Linie und die fährt von Toledo nach Chicago. Automatik, Lokomotive, ja, die Philadelphia, 49.000, okay, die kann direkt losfahren. Nächste Linie von Grand Rapids nach Chicago. Okay, Lokomotive, schwupp und losfahren. Dann die nächste Linie von Madison nach Chicago.
Jawohl, Lokomotive. Schwupp. Neue Linie. Von Rock Island nach Chicago. Zack, Lokomotive. Philadelphia. Dann haben wir das alles fertig. Und jetzt brauchen wir eine Strecke von Louisville nach Indianapolis und von Toledo nach Indianapolis noch. Also, eins. Und zwei. So, fertig. Und das sollte uns jetzt relativ schnell auch relativ viel Geld einbringen. Genug auf jeden Fall, um die 10 Landbetriebe anzuschließen. Vor allem haben wir jetzt halt eben viele Städte mit Bahnhöfen schon, wo wir im Grunde nur noch darauf warten müssen, oder wo wir nur noch die einzelnen Betriebe so anschließen müssen, dass es irgendwie passt. Eventuell haben wir noch ein neues Gleis in der Stadt dazu. Das ist aber kein Problem. St. Louis werden wir auch anschließen. Könnten wir eigentlich auch schon direkt machen. Könnte finanziell ein bisschen knapp werden. Ich lasse jetzt erstmal das Spiel ein bisschen laufen. So, dass schon mal was passiert. Und dann bauen wir hier schon mal einen kleinen Bahnhof nach St. Louis rein. Oder sollen wir oben nach Chicago fahren? Das ginge natürlich auch. Ja, das macht auch mehr Sinn. Wir fahren nach Chicago. So. Aber in Chicago müssen wir das Gleis erweitern. Das ist sonst zu viel des Guten. 100.000. Schnell weg das Geld. So, so könnten wir es uns schon mal nicht leisten. Und ich habe fast den Eindruck, es ist schon die günstigste Strecke. Wir werden das einfach mal abwarten jetzt. Wir werden die Geschwindigkeit mal auf doppelt stellen. Ich hörte, dein Ziel sei Omaha. Schlag es dir aus dem Kopf. Oder soll dein Zug über den Mississippi fliegen? Verhandlungen über eine Brücke laufen, aber das ist eine langwierige Geschichte. Für solche Geschwindigkeiten ist der menschliche Körper nicht ausgelegt. Sicher, im Osten ist das Netz etwas löchrig und du könntest dich ja erstmal um Toledo und andere Städte kümmern. Aber ob es sich wirklich lohnt, dort ein Netz aufzubauen? Tja, das haben wir im Grunde gerade schon gemacht und jetzt haben wir auch genug Geld für die letzte Strecke hier. Dann bauen wir die jetzt. Zack. Du baust dein Streckennetz ja ziemlich weit nach Süden aus. Bist du sicher, dass sich das auch lohnt? Er ist aber auch sehr skeptisch, der Vanderbilt. Oder Vanderbilt. Der soll sich mal nicht verkalkulieren. So, von St. Louis nach Chicago ist dann die letzte Strecke, die ich jetzt hier so mal baue. Und wir könnten natürlich auch noch hier Knoxville, Nashville und Memphis anschließen. Aber ganz ehrlich, sehe ich im Moment jetzt nicht den Bedarf. Wir haben uns hier auf jeden Fall einen Großteil schon reserviert. Damit habe ich Passagiere und Waren zwischen Staten Island und Manhattan transportiert. So habe ich mir meinen Ruf erarbeitet und ja, auch meinen Titel. Commodore. Da war ich 16 Jahre alt. So, und hier fließt das Geld gerade. Da kommt also richtig was bei rum. Schaut mal, die Züge fahren auch alle voll wieder los. Als ich angefangen habe, hat mich niemand ernst genommen. Cornelius, dessen holländische Bauernfamilie nach Amerika ausgewandert ist. Aber ich habe es ihnen allen gezeigt. Das hast du super gemacht. Wirklich ganz toll. Aber ich denke, wir machen unsere Sache hier auch gut. Und wenn ich jetzt mal schaue, dass wir hier mal eben von 0 auf 416.000 Einnahmen kommen, dann ist das schon ganz in Ordnung. Indianapolis wächst bereits. Chicago ist gerade irgendwie geschrumpft, aber das kann ja auch mal passieren. Jetzt müssen wir, glaube ich, halt nur irgendwie diese Brücke bauen. Ich weiß nicht genau, was wir dafür tun müssen. Wir werden mal in die Aufgaben schauen. Ah ja, beliefere Rock Island mit 50 Ladung Bauholz. Kein Problem. Bauholz. Müssen wir mal schauen, wo wir das herbekommen. Hier oben ist doch Holz. Da könnten wir, das ist Holz, Bauholz, Bauholz, jetzt geht die Wurst. Jetzt geht es um die Wurst, wollte ich sagen. Könnte es sein, dass wir dafür eine Schreinerei brauchen oder sowas? Ich schaue mal gerade. Sägewerk, ja, alles klar. Da müssen wir irgendwo ein Sägewerk bauen und dann das
Rohholz hier hinbringen, anliefern und dann weiter transportieren nach Rock Island. Das kostet 400.000, das Sägewerk. Hätten wir gleich. Und bevor mir hier der Spot weggeschnappt wird, ganz ehrlich, würde ich das natürlich selber bauen. Jetzt müssen wir aber nur hier raus, damit die Pause, damit es weiterläuft, das Spiel. Und wenn wir die 400.000 haben, kaufen wir das einfach. Zufällige Panne. Zufällige Panne, ja. Kann ja mal passieren, so eine zufällige Panne. Scheint neu zu sein, das Wort zufällige Panne. Vielleicht, um zu unterscheiden zwischen den durch Sabotage herbeigeführten Pannen. Kann natürlich sein, dass das deswegen gemacht wurde. So, wir haben genug Geld, wir bauen direkt die Schreinerei. Wo ist sie denn? Da, das Sägewerk, meine ich. So. Müssen wir jetzt einen Platz versuchen und es gibt keinen. Es ist keiner frei. Kein Platz frei. Das ist aber sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. In diese kleinen Städte, wie zum Beispiel Madison, können wir das, glaube ich, vergessen mit einer Schreinerei, oder? Oh, doch, wir könnten ein Sägewerk nach Madison bauen. Ja, dann machen wir es halt so. Dann machen wir es halt so. Wir bauen hier das Sägewerk hin. So. Und in dem Sägewerk, hoppla, da müssen wir jetzt mal reinschauen. Da wird jetzt halt eben Holz umgewandelt nach Bauholz. Wunderbar. Das heißt, wir binden zuerst mal diesen Landbetrieb an. So. Fahren wir hier rein. So, hinten rum. Ja, warum nicht? Können wir gut machen. Strecke ist perfekt für mich. Kostet auch nur 46.000. Haben wir gerade noch. Jetzt müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen laufen lassen. Können wir die Linie aber schon einrichten. Und zwar von Harris Rodung nach Madison. Nur eine Lok können wir jetzt noch nicht kaufen. Das ist dann zu teuer. Lokomotive verlangsamt, da Betriebsmittel fehlen. Das kann jetzt eigentlich nicht sein, weil wir eigentlich auf jeder Strecke... Ach, außer auf der ganz neuen. Ist doch nicht zu fassen. Ich habe auf der letzten Strecke, hier habe ich doch den Versorgungsturm direkt wieder vergessen. So, jetzt ist einer da. Meine Güte. Doc, da musst du ein bisschen aufpassen. Ja, müssen wir hier auch einbauen, komm. So. Das Geld läuft ja wirklich ganz schnell rein jetzt. Das ist ganz, ganz, ganz gut. Und ja, wie gesagt, jetzt können wir uns die Lok auch schon leisten. Das heißt, zack. Und dann fährt die schon los. Jetzt hätten wir das... Oh. Ja, da biete ich drauf. 20.000 ist nicht viel. Und wie gesagt, für eine Innovation müssen wir sonst die Innovationspunkte ausgeben. Jetzt kostet es leider schon 40.000. Die Trisha Jones hat mitgeboten. Wunderbar. Auktion beendet. Wir haben... Hast du das Portemonnaie mitgenommen? Ja, natürlich. Wir haben den Zuschlag erhalten. Und wir könnten ja mal gucken, wir haben auch schon 160 Innovationspunkte. Diese hier haben wir jetzt freigeschaltet. Eine besondere Art der flexiblen Achsaufhängung bietet bei dieser Lokomotive den Vorteil, dass auch die Triebräder gelenkt werden können und so hohe Triebkraft mit guter Kurvenführung vereint werden. Okay. Ja, müssten wir gleich mal die Werte vergleichen. Ich würde sagen, wir schalten uns das hier noch frei. Den Dienstwagen. Sieh es mal so. Wenigstens bist du in der Zeitung. Sogar mit Foto. Der erhöht halt nur die Boni der Mitarbeiter. Wir haben ja noch nicht so viele Mitarbeiter eingestellt. Dann nehmen wir die Expresszüge auch gleich noch. Dann steigt nämlich die Anzahl der Passagiere. Das bedeutet ja auch wiederum mehr Geld. Jetzt hätten wir einen Lokführer zum Einstellen. Maximalgeschwindigkeit wieder erhöht. Ja komm, stellen wir den mal ein. Sonst ist nichts da. Problem in Toledo. Ach, jetzt haben wir die gleiche Storyline wieder. Die wir im letzten Kapitel in, was war das für eine Stadt... in unserer Stadtstadt hatten. Die haben wir jetzt hier in Toledo. Den Bürgern vergeht die Lust auf Bahnhöfe und Züge bis auf Weiteres. Bin sicher, dass sich das auch wieder zuspitzt. Ja, das ist der Quartalsbericht. Ich wollte jetzt auf irgendeine Linie, ich würde sagen Chicago-Toledo, dieser hier. Da setzen wir jetzt den
Lokführer ein, den wir eingestellt haben. So, dann ist die jetzt ein bisschen schneller. Und jetzt, wo wir das Bauholz hier haben, müssen wir das natürlich abtransportieren. Und zwar hier nach Rock Island. Das heißt, wir brauchen hier auch noch eine Verbindung. Da oben hin. Was hat er denn da jetzt bitte gebaut? Das ist ja überhaupt nicht das, was ich wollte. Das sah gerade auch noch anders aus. Das schmeißen wir mal weg. Machen wir die Abzweigung von hier. Hier rüber. Und dann daran. Obwohl, hier müssten sie lange warten. Es ist besser, wenn wir dieses Stück noch ein bisschen länger parallel führen. So. Obwohl, wir haben ja hier zwei Anschlüsse. Dann schließen wir es doch hier so an. Ist doch noch besser. Okay. Jetzt haben wir hier dann aber schon drei Züge, die in den Bahnhof wollen. Das heißt, hier müssen wir eigentlich unbedingt auch erweitern. Sonst müssen die Züge ständig warten. Und das macht ja dann auch keinen Sinn. Reißen wir das Stück ab. Und gehen hier ans zweite Gleis. Okay. Dann müssen wir hier auch überhaupt nicht warten, überhaupt nicht mit Signalen arbeiten. Das ist ja schon mal gut. Haben wir die Linie schon eingerichtet? Weiß ich jetzt gar nicht. Von Madison nach Rock Island hatten wir noch nicht eingerichtet. So. Und dann nehmen wir, was nehmen wir denn jetzt? Jetzt können wir ja mal schauen. Die Philadelphia ist schneller. Die ist eigentlich nur billiger. Ich finde gar nicht, dass die besser ist. Vielleicht hat die tatsächlich Vorteile in Kurven wegen dieser Lenkung, aber wir würden hier erstmal die Philadelphia nehmen. Die hat eben mehr. Höchstgeschwindigkeit. Wunderbar. So, und jetzt müssen wir mal schauen. Madison schrumpft. Warum schrumpfen die denn alle, die Städte? Das Bauholz wird jetzt mitgenommen und nach Rock Island gebracht. Jawohl, das funktioniert sogar. Hat er automatisch schon eingeladen. Dann geht hier die erste Lok schon rüber. Und 50 Einheiten sollen wir rüberbringen. Ist, denke ich, kein Problem. 50 Ladungen. Und wir sollen Passagiere ohne Halt von Toledo nach Omaha bringen. Toledo, Omaha. Wo war denn Omaha nochmal? Diese verflixte Technik macht einem zu oft einen Strich durch die Rechnung, nicht wahr? Ja, stimmt. Und deswegen haben wir auch vergessen, den Versorgungsturm zu bauen. Den bauen wir jetzt. So, wo ist Omaha? Da ist Omaha, alles klar. Das kommt dann erst, wenn wir das hier freigeschaltet haben. Da können wir nämlich jetzt noch gar nicht bauen hier. Das ist noch gesperrt. Also müssen wir erstmal die 50 Holz anliefern. Und jetzt werden wir uns um die Landbetriebe kümmern, denn hier sind wir schon im August, das erste Jahr schon fast um und wir haben ja noch den Auftrag hier, die 10 Landbetriebe ans Streckennetz anbringen. Und wenn wir das nicht schaffen bis 54, dann könnte ich mir vorstellen, ist das Spiel verloren. Von daher auf jeden Fall als nächstes dran. Aber hier machen wir erstmal Pause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich gebe zu, ich habe das Tempo in dieser Folge etwas auf die Spitze getrieben. Ich habe sehr viel, sehr schnell gebaut. Ich denke aber oder hoffe, dass euch das gefällt. Es gibt ja auch Let's Plays, wo viel geredet und geguckt wird. Das ist ja eher nicht so ganz mein Stil. Ihr wisst, ich baue auch gerne ein bisschen schneller oder mache gerne ein bisschen schneller. Ich hoffe, das kommt bei euch trotzdem gut an. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.